Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Final Fantasy XII Zodiac Age. Wir befinden uns mittlerweile im antiken Gyro Weekend oder wie man das ausspricht. Und ja, wir werden uns jetzt weiter ins Innere begeben. Ich fand es ja sehr interessant in der letzten Folge, dass das Rätsel ziemlich... Ich finde die Rätsel teilweise sehr seltsam, weil man auf gewisse Sachen nicht wirklich so drauf kommt. Ich habe da wirklich sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, hey, der möchte von mir, dass ich Bilias rufe und... Ja. Hat mich sehr verwirrt, aber gut. Wir werden jetzt einfach mal weitergehen. Und ich weiß, dass dieser Ort sehr verwirrend ist. Weil das habe ich bei meinem Ex-Freund gesehen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und die ist nicht so schön. Ich glaube, da ist böse. Gut. Na gut. Belfier hat ganz, ganz viel Leben. Ich hatte noch nie einen Final Fantasy, dass ich mit einem Charakter 9999 Leben hatte. Aber es hat ja immer alles. Alles hat das ja. Na, egal. Es ist immer das erste Mal so. Der hat keinen Kopf. Ich will nichts sagen, aber der hat keinen Kopf. Und der Schwarz hätte das Schwert von Cloud. Du hast das Schwert von Cloud gestohlen. Okay, das Schwert von Cloud schaut schöner aus. So Daedalus. Nein, ich glaube nicht, dass du hier anfängst, irgendwas zu machen. Ich glaube nicht, Mister. Ich könnte, glaube ich, auf höhere Geschwindigkeit setzen, aber ich glaube, dann schaffen wir ohne größere Probleme. Bin ich zumindest der Meinung. Autsch. Ich denke schon. Ich glaube schon, dass wir den ohne Probleme schaffen. Aber dann muss hier irgendwann, glaube ich, wie hieß das? Irgendwas mit Gritsch oder so. Was richtig eklig war. Also zumindest hat es eklig ausgesehen. Wenn man dafür eine Karte anscheinend braucht, weil es auch keine Karte gibt und man irgendwie durch die Gegend. Und macht jemand sie heilen? Bash war das, okay. Wollen wir ihn töten? Wollt ihr ihn töten? Wollt ihr nicht töten? Habe ich mich verschätzt, dass es doch nicht so leicht ist? Welches Level hat der? Das kann man irgendwie sehen, welches Level die haben? Mittlerweile ist es sowieso egal, aber... Nein, nein, tötet mich ja nicht hier! Der hat ein bisschen ein Aggressionsproblem. Aber ein dezentes. Die Geste nennt mich ein Terror. Das Kingdom Hearts Birth by Sleep, der hat das auch gemacht am Ende. Oder in Kingdom Hearts 2 in Final Mix Version. Yay, hey, hat er sich dazu darüber bewegt? Na gut. Dann hat er sich halt auch drüben hin bewegt. Ich finde das Schild cool. Also, was ich cool finde, ist, dass sie tatsächlich die Waffen vom Äußerlichen unterscheiden. Als wie bei den älteren Final Fantasies, da haben sie sich ja nicht wirklich, also man hat nicht wirklich einen Unterschied gesehen. Die hatten Dolche und die haben halt immer gleich ausgesehen. Also bin ich zumindest der Meinung, aber kann sein, dass ich mich auch täusche. Kann ich den Hintern versohlen haben? Ja, das finde ich blöd. Ich, wie gesagt, ich glaube, es wäre kein schlechtes Final Fantasy, wenn es ein bisschen anders wäre. Aber es ist halt Meinungssache, ne? Ich bin halt die Spieler gewohnt, wo ich selbst X drücken kann und irgendwas machen will. Ich fühle mich teilweise so nutzlos, dass ich das jetzt und einfach nicht zu tun habe. Das war auch eklig. Aber ich glaube, das soll auch, das war auch eklig. Zumindest wenn hier Elementare rumrennen oder so. Haben wir hier eine Karte? Gut, ich glaube, man muss das Ganze hier systematisch ablaufen. Da kann ich nicht lang, ne?
Aviruthor. Eine magische Barriere blockiert den Weg. Es muss eine Möglichkeit geben, sie aufzuheben. Vermutlich gibt es das. Vermutlich mit dem. Hallo. Ja, gut. Ich werde jetzt mal. Ist eigentlich grundsätzlich egal, wo lang ich laufe, ne? Sieht man welches Level. Warum sehe ich denn nie, welches Level die haben? Ich meine, die sind blau, das heißt, glaube ich, dass die schwach sind. Also dass sie nicht mehr so stark. Dass wir stärker halt sind, ne? Wenn es rot ist. Kaiserleder. Kann ich das anziehen? Kann ich Kaiserleder anziehen? Ich glaube nicht. Das ist ein Zauberhut. Ich krieg dadurch mehr MP. Oder durch was krieg ich mehr MP? Ah. Chakohut. Deutschenkarabinen, Reflexrüstung ist kacke. Was hast du? Negiert Leben. So hast du sowas. Hä? Wieso? Du brauchst irgendwas, was negiert. Was Stuben negiert. Konfus, Lehm. Oh nein, das da wäre gut für. Dass du Duplikate dann kriegst, dass du. Wo war das jetzt? Takt, okay. MP-Kosten den haben wir jetzt, genau. So. Dich habe ich gar nicht im Team. Warum gucke ich mir das überhaupt an? Wenn ich ihn nicht im Team habe. Aber. Und dann gehen wir mal einfach mal. Oh Gott, ich hasse es, wenn die Figuren vor mir rumlaufen. Ob das Gebiet. Ich finde das Gebiet sehr mysteriös. Und ich frage mich halt, also von der Story her einfach, was eigentlich Boltier ist. Wolfie. Ach, ich weiß nicht, wie ich dann wie ich ihn nennen soll. Kriegen wir den Down? Ich denke nicht. Ja gut, dann greift bitte die Pupsis hier an. Vielleicht kriegen die dann hinten da irgendwie Down. Warum fangt ihr denn an zu klauen? Seid ihr des Wahnsinns? Jetzt fangen wir an, einfach. Fangen wir einfach random an zu klauen. Irgendwer ist gestoppt. Ich bin gestoppt. Das ist so schön. Du kannst Medica, ne? Hilft nur ein Heilmittel. Ja. Tötet den. Und dann rennen wir mal im Kreis, ne, und hoffen, dass der Typ mal weggeht und so. Aus. Nein, er verfolgt mich. Er verfolgt mich. Natürlich cool weg. Nicht cool scheint weg zu sein. Gut, was ich. Also allerdings. Ja, die Lichtkugel ist jetzt weg, ne? Solange sie weg ist, ist alles in Ordnung. Ich habe dann hier den Golem gesehen, deswegen. Mensch. Das sind sogar zwei Golems. Eine Schärpe.
Gut, Bash, ich werde dir das Wheel dann aber auch ausstellen, weil es so funktioniert. Warum geht das jetzt nicht? Weil das funktioniert so nicht, wenn du hier die ganze Zeit am Wheel das greift bitte an und dann ist Sache hat sich. Aber Belfie macht jetzt auch nicht wirklich gerade viel Schaden. Ich habe Angst, dass diese komische Kugel wiederkommt. Ja, ist okay, wir haben es verstanden. Du greifst mir jedes Mal an. Ich finde das zu lustig. Au! Gut, Tiltestour machen wir auf. Ich weiß jetzt nicht, wo lange ich gehen muss, aber ich weiß, dass dieser Ort furchtbar sein soll. Das weiß ich. Gut, ich habe es aufgemacht. Gut, dann gehen wir zu dem... Ich dachte gerade, dass da noch irgendwas anderes steht. Warum? Aber ich nehme an, dass man hier auch sehr gut leveln kann. Du bist ein Behemoth, ne? Ja. Schauen wir mal die Karte an. Es ist echt eklig. Es ist eklig, ja, ja, das stimmt schon. Das mag sein. Also das Gebiet ist nicht gerade der Burner. So. Aber ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht wirklich ein Lieblingsgebiet. Es ist halt eher so mittelalterlich noch. Ich weiß, ich würde doch nicht mal. Ich kann es halt. Ach, schön. Ihr sollt. Was ist jetzt das hier? Aber ich ist tot. Schön. Das kann ja mal was werden. Jetzt sind wir alle gestorben. Ich soll meinen Gruppenmannführer wechseln. Das blöde Mistvieh folgt mir. Ich muss den Dungeon erstmal, glaube ich, verlassen. Und es ist weg. So, gut. Das Problem ist, du hast ja den Morgensplitter ausgerüstet. Das bringt mir nämlich herzlich wenig. Deswegen kriegst du Defender. Oh. So. Gut. Dann halt mir. Wo war das jetzt mit? Stopp. Jetzt kriegst du mal das da. Und dann holen wir dich rein, damit man geheilt wird. So, dann verpieselt ihr euch. So, gut, ich muss mich mal hier sortieren. So, du kriegst erstmal eine Seife ab. Da kommt wieder das Mistvieh.
Dash ist halt mal wieder richtig cool. So. Hallo Bash, du lebst wieder, schön. Du hast wieder ein TP. Ich möchte dann gerne dein Öl heilen. Nein! So, wie heilt man Virus? Hat man da irgendwas? Seel, Elimise, bla 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 bla. Konfus gemacht, Öl, Schlaf, Blend, Toxin, Stumm. Ich weiß nicht, wie man das heilt, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich möchte ich gerne in die Richtung weiter. Nein, darum. Aber ich bin ehrlich, ich möchte Pinelo erstmal raushauen und dann sie mit reinpacken. Einfach aus dem Grund. Wegen dem bösen Viech. So, ein Ether. Ich meine, ich würde sehr gern Bolt, ich sage schon Bash auch mitnehmen, aber wenn der jetzt halt am Sterben ist, der jetzt so tot ist, oder? Boah, warum fangen die dann alle immer so wild an? Was ist denn mit euch? Seid ihr blöd? Hör auf damit! Besiegt den doch, Mensch! Ich würde mir weiter am Nerv gehen, ein High-Eater haben wir jetzt. Wo ist bitte nicht dieser blöde Dingsbums? Na gut, Durst. Wir gehen auf dir drauf, das ist mir jetzt herzlich egal. Gut, dann wandern wir jetzt da runter. Aber wie heilt man Virus? Kann sie Virus heilen? Hast du irgendeine Fertigkeit, wo man Virus heilt? Hm. Schauen wir mal, blind, stumm, Toxin, Stein, Leben, negiert. Kann ich nicht gewischt, okay. Brutes. Medica. Ist echt nicht kein Medica bei ihm. Keine Ahnung. Finde ich seltsam. Okay. Das ist halt. Nein, es gibt nichts, um Virus zu heilen, oder? Doch. Doch, es gibt was, um Virus zu heilen. Ich glaube, das heißt nur total seltsam. Ist der tot? Ja. Das hieß nur mega seltsam. Das ist Trockenschnee. Wie sagt das? Rostklumpen. Na, aber ohne Scheißen. So, bitte Auto. Okay. So. Es gab doch irgendwas. Es gibt aber, glaube ich, irgendwas. Das heißt, ist im Haar irgendwas, glaube ich. Aber gut. Welches infizierte Ziel? Greif doch einfach den vor dir an. Bist du bescheuert oder so? Hi. Bash, wo bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Ach da. Aber wir haben für Bash eine neue Waffe.
Habe ich gesehen. Blutschwert. Wie schaut's mit Defender? Aber das ist Zweihänder. Egal. Zack. Solange er nicht im Stock ist, ist es gut. Ich habe halt immer das Gefühl, dass Vieh kommt. Was? Nicht so schnell. Ich komme hier nicht hinterher. Mal gucken. So. Gut. Und dann geht jetzt runter. Zum Glück ist hier dieses komische Vieh weg. Ich muss leider Gottes Willen Pinel oder sowas reinpacken, weil Dash würde da ein bisschen sehr viel am Platz sein, weil ich ihn jetzt alle 5 Sekunden dann wiederbeleben muss. So. Zack, der ist down. Und dann kommt der nächste. So. Jetzt ist die Frage. Oh. Oh, okay. Okay. Hallo! Ich bin Brotje. Habt ihr Dr. Sid gesehen? Nein? Okay. Gut. Kalte Leder. Es geht jetzt weiter. Oh, es geht da noch weiter. Ekelhaft. Das ist ein ekliger Dungeon. Aber ich glaube, es gibt einen ekligeren. Ich glaube, der das mit dem Kristall oder so ist ekliger gewesen. Hallo. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich froh, dass ich ein bisschen meine Charaktere hochgestuft habe auf Stufe 50, 50 und 60, weil dann einfach mehr Damage haben und dann halt noch nicht so große Probleme haben, außer gegen diese Elementare, weil die Elementare anscheinend richtig kacke sind. Aber ich werde Pinello jetzt wieder rauspacken, weil wir sind jetzt im neuen Gebiet, nicht, dass uns hier wieder ein Elementar auf. Ich weiß ja nicht, wie die darauf reagieren, wenn man sich jetzt heilt, sage ich mal, ob die dann auch aggressiv werden. Das habe ich nicht bis jetzt nicht rausgefunden, aber gut. Aber ich würde halt gerne dieses Gebiet für heute dann abschließen. Okay. Aber solange man die Orientierung hier nicht verliert, ist alles in Ordnung. Also meiner Meinung nach. Also kann sein, dass man hier leicht die Orientierung verliert. Autsch. Uah. Ja, ist wieder okay. Solange kein Elementar kommt, ist alles in Ordnung. So. Ein Dämonenschweif. Oh, ich wollte schon immer mal einen Dämonenschweif haben. Bin ich jetzt überhaupt richtig oder renne ich gerade einfach irgendwie? Ja, ich bin echt ernsthaft. Oh, wow, ich bin ernsthaft mit auf 4 Level aufgestiegen. Meine Güte, ich bin heute wieder im Buschel. So. Gut dann. Paralyzon, das ist eine archadische Achalis. Ach, kann das immer noch zu Achalis? Okay. Hallo. Hallo? Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt war, aber gut. Zack. Ich glaube, ich muss jetzt den anderen Weg rauflaufen. Und den. Ich habe den einen Apparat nicht aufgemacht, oder? Ich glaube. Nämlich nicht. Oder man muss ihn gar nicht aufmachen. Ah doch, ich glaube schon. Doch, man muss ihn aufmachen. Ich darf es nicht aufmachen, oder? Doch. Ein Ether, wow. Hätten sie was Besseres einpacken können, der rennt von mir wieder weg. Warte. Ja gut, ich muss die andere Seite aufmachen. Die habe ich nicht aufgemacht. Naja.
Kann ja mal passieren, dass man im Kreis läuft, ne? Und ich das nicht aufgemacht habe. Habe ich das echt nicht aufgemacht? Ist auch richtig doof. Oh, ich bin in die Wand gelaufen. Ah, guck mal. Ne, wir waren weiter oben. Wann ist immer noch gestoppt, oder? Nein, wann? Wann könnte eigentlich schon warn? Warn? Hallo? Da ist warn. Na gut. Tischitor. Wird das jetzt da oben aufgehen, oder? Nein, das da oben ist immer noch zu gut. Na, hoffentlich ist das jetzt unten offen. Gesundheit? Okay, meine Katze nicht einfach random. Ach, Herr Jemini. Warum komme ich hier wieder runter? Druckwelle. Wir sind hier nicht in... Ach Gottchen. Scheint mir aber offen zu sein. Autsch. Den ging da hier rein. Ach, da. Es schaut hier alles gleich aus von der Farbe her. Es ist dunkel. Es ist komplett dunkel. Und man hat nur ein bisschen blau und dann läuft ein Überall dagegen. Hallo, wie geht's? So lonely forever? Like me? Ja? Okay. Zack. Drunter. So, dann müsste ich. Oh, wow. Das ist überhaupt nicht schön. Sind wir schon da? Shake the feeling we're somewhere we're not meant to be. Yeah, it's exciting. Exciting? You are not troubled by the unknown? Who can say what lies ahead? We may encounter the very creators of Nethersite. Yeah, I don't know what we'll find. I like it better that way. You're sounding more the Sky Pirate every day. Das sieht echt seltsam aus. Aber wenn sich Pinelo jetzt nicht wohl fühlt, warum ist sie dann mitgegangen? Also ist sie ehrlich gesagt selbst schuld, wenn sie jetzt mitgeht. Schlafka! Ah doch, Portal vor Kronos. Kronos heißt doch Zeit, ne? Ja, speichern wäre, glaube ich, jetzt mal sehr angebracht. Ich habe schon wieder so viele Speicherpunkte hier aufgemacht. Das ist ein Wahnsinn. Ich nehme schon wieder eine halbe Stunde ab. Okay, das kommt mir. Irgendwie kommt mir das hier nicht so lang vor, aber dadurch, dass wir halt nicht wirklich. Es passiert halt auch nicht so viel, ne? Wir laufen hier durch. Wir kloppen eigentlich jetzt eher. Also nicht ich, also ehrlich gesagt, ich hatte Charaktere nur, aber. Ah, gut. Portal 3 Mira. Okay. Oh. Dachte ich, mir kommt was, weil es so eine Cutscene-mäßig war. Was sind wir hier? Hallo? Eine Flasche Unterstadt Brandwein. Was? Das ist wichtig. Schlafgar Items.
versieht eine... Okay. Ist Bash jetzt wieder normal? Oh, Bash ist wieder normal. Gut, ich kann mein altgewohntes Team, wie ich es eigentlich gerne hätte, wieder zurückpacken. So gut, ich muss mir merken, wo ich war. Aber dadurch, dass die Karte eh von selbst aufdeckt. Das ist eigentlich ein sehr guter Vorteil, wenn man sich die Karte von selbst aufdeckt. Also, wenn man selber aufdecken muss, anstatt wenn sie schon aufgedeckt ist, wenn es ein kleines Gebiet ist. Aber ich finde, sie hätten die Gebiete in diesem Spiel schon etwas kürzer gestalten können und nicht so großflächig, weil es ist einfach so, es ist dann auf Zeit wirklich sehr eintönig, wenn du immer im selben Gebiet rumeierst, ne? Und nicht weiterkommst, oder beziehungsweise, was ist denn jetzt, warum komm ich hier runter? Also schon weiterkommst, aber es halt wirklich sehr lange dauert, bis du einen Fortschritt hast, weil du durch so eine riesige, klar, es ist realistischer, wenn es so große Gebiete sind, weil wenn du jetzt durch die Weltgeschichte reist, bist du auch nicht in 2 Minuten von Kanada auf einmal in Mexiko nach 2 Minuten, also da hast du auch relativ langen Weg, aber es ist halt doch ein bisschen zu krass groß. Für ein Spiel zumindest. Wäre halt zumindest... Wie gesagt, es ist meine Meinung. Es... Das halt ziemlich riesig ist, das Ganze. Und das ist das, was mich vor allem abschreckt, weil es so riesig ist. Wäre es nicht so riesig und halt ein bisschen mehr Story und sowas? Weil du hast... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich muss vergessen. Habe ich was falsch gemacht? Da war doch nirgendwo was, oder habe ich mich jetzt verguckt? Hä? Ich war jetzt überall, ne? Oder solche Rätsel, du weißt nicht, wie du auf einmal weiterkommst. Hä, was ist denn das? Oh mein Gott! Wie soll ich denn da auf die Idee kommen, dass ich da lang rennen soll? Oh mein Gott! Bin ich jetzt schon im Mega-Critch? Ich hoffe ja nicht. Doch, das heißt, ich hieß Mega-Critch, genau. Oh, hi. Hallo. Wieso Gassi gehen? Nein. Willst du mir den Weg abblocken? Hi. Ja, bist du ein feiner Drache, gell? Wie heißt du? Tyrant. Was kann ich nicht? Techniken sind gebannt. Ja gut, das ist mir egal. Ich werde erstmal Weißmagie einsetzen und dir meinen fetten Bann auf den Kopf legen. Dass meine ganzen Schlafzeffekte da weg sind. Danke. Und dann hauen wir auf dich drauf. Ich verwende grundsätzlich hier gar keine Zeit. Aber ich kann ihn vermutlich nicht klauen, ne? Ich meine, was ich auch nicht tue, ist wirklich, dass ich vom Gegner was klaue. Das mache ich prinzipiell nie im Spiel. Ist mir aufgefallen. Also es ist sehr, sehr selten, dass ich da was klaue. Ich will nichts sagen, aber... Allem heilen, gut. Heilorgie. Bash, wäre es... Er ist eh gleich down. Oder, ja. Herr Fulbas? Graviga. Ha? Schöner Angriff. Gut, dass du jetzt tot bist und nicht mehr komische Angriffe machst. Ja, aber grundsätzlich tust du ja bei diesen Bossen auch nur einfach drauf kloppen und ein bisschen Magie und fertig. Also, es hat nicht so viel Strategie, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich in den Mega-Gritch komme. Dankeschön. Oder ich bin schon bei ihm. Ja, ich habe verstanden. Ich drücke doch schon den X-Button. Jetzt bin ich jedes Mal auf dieses großartig warten muss. Wahnsinn. So, was ist das? Was ist das? Standortwechsel. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Ich will nicht in diesen Mega-Critch, ne? Komme ich jetzt schon dahin? Bitte nicht. Bitte nicht. Ich will da nicht hin. Nein! Ist das doch schon?
Nein! Nein! Super, super, physisches Mobilitas. Ja, schön, dass Sie Lateinisch hinter haben. Oh Gott, nein! 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 Einfach nein! Nein! Es tut mir leid, aber ich werde mir da jetzt eine Karte holen. Das ist so verworren. Aber ich möchte nicht ewig und 3 Tage in diesem Dungeon sein, weil ich weiß, wie furchtbar das ist. Ich habe das nämlich gesehen und da kommst du ohne Karte nicht. Nein. Also alle an jeder, die das ohne Karte irgendwie zusammengebracht haben, aber es ist nicht cool. Ja gut, dann gehe ich mal zum Skorpion. Warte. Das ist Tor Skorpion Tor. Gut, ich muss Skorpion aufmachen. Ist das Tor zum Skorpion? Ja, hi. Muttergranate. Okay, na das sind Namen. Aber hey, wie mache ich das? Skorpionstor, ja. Berühren. Ja, produziert hat keine Veränderung, aber Stimmen sind zu hören. Von uns als würdiger Rache sollen zu uns gelangen. Well. Open up the gate! Ich glaube nicht. Doch. Ich rüste es sicherheitshalber aus. Vielleicht sind die ja wieder so. Ja, ich hab schon verstanden. Mensch. Ja, was wollt ihr denn jetzt von mir? Seid ihr bescheuert oder so im Kopf? Oh Gott. Ich mag den Ort jetzt schon nicht. Dann geh ich einfach da runter. Dann geh ich einfach runter. Wenn die das nicht wollen, dass ich das aktiviere, dann geh ich einfach runter. Ich mache auch keinen Damage mit dieser beknackten Waffe, ey. Ich habe echt keinen Bock auf diesen Mega-Kritsch, ey. Überhaupt nicht. Ja, ich habe schon verstanden. Lass mich doch. Oh Gott, das ist so verwirrend. Da ist die Schärfe. Das verstehe ich halt einfach nicht. Was wollen die dann von mir? Okay, dann lass mich bitte wieder als Bolt. Ball 4 kämpfen. Ein Wolkenstock! Den wollte ich schon immer haben. So. Wenn mir das Spiel nicht sagt, wo lange ich gehen soll und mich nicht das würdig ansieht, gehe ich einfach runter. Dann gehe ich einfach einen anderen Weg. Ganz einfach. Ja, Diebesmütze. Das ist schön. Ich muss halt immer einen Blick behalten, wo ich bin. Das ist was Unsichtbares. Wie denn? Wie denn? So. Ich bin jetzt im Standortwechsler 7. Jetzt bin ich beim Standortwechsler 6. So, wenn ich rauf. Ich weiß nicht, wenn ich raufgehe.
mich zu Cancer. Wir gehen gerade runter. Ist das Cancer? Ich weiß es nicht. Sagt mir nichts. Aber kann sein, dass es Cancer ist. Oh ne, wollte ja vorhin Scorp Cancer aufmachen, oder? Aber ich habe keine Ahnung. Cancer. Das jetzt funktioniert? So gut, dann gehen wir wieder rauf. Hi, da kommt mir schon jemand entgegengelaufen. Das finde ich hier schön. Ich glaube, ich habe mich schon verlaufen. Luxuspelz, na schön. Was haben wir hier? Eine Heiligenrute. Ist das irgendwie für wen? Ist das für dich was? Willst du die Heiligenrute haben? War das nicht für dich? Das ist für dich, ne? Nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Gut, wir gehen jetzt wieder runter. Bin ich jetzt auf Standortwechsler? Ich bin auf Standortwechsler 6. Ich gehe jetzt nochmal rauf, ne? So. Ich muss jetzt drauf gehen. Ich dürfte aber nur ein Weg sein, ne? Wenn ich es richtig sehe, ja. Ich weiß halt nicht, wo lange ich gehen muss. Schön, dass mir die Gegner schön entgegenlaufen. Bist du wahnsinnig? Ja, Ladies, macht ihr auch irgendwas oder denkt euch schon, nevermind? Interessiert mich nicht. Allheilmittel eventuell? Schlau wäre. Was soll ich machen? Einfach da stehen und einfach durchgehen. Gut, Ash, du verpiesest dich jetzt wieder. Danke, ich möchte dich nicht im Team haben. Aber ich dürfte jetzt... Nein, habe ich keine Karte dran. Schade. So. Ich gehe jetzt trotzdem einfach weiter. So. So. Es gibt nur die Möglichkeit. Und der lasst mich das nicht vermutlich mal, oder? Ich weiß nicht, wo lang. Ich kann dann nur weiter runtergehen, ne? Ja gut, Leute, dann sehen wir uns wieder bei Standortwechsel 6.